Hallo und herzlich willkommen wieder auf meinem Kanal. Heute geht es weiter mit dem Teile sammeln. Wir kommen im zweiten Teil an. Wir spielen Spider-Man Miles Morales auf der PlayStation 5 und spielen es von Anfang bis zur Platin-Trophäe. Dadurch sammeln wir auch alles, was es nur geht. In der 1-Mission haben wir die Kiste verpasst. Die müssen wir natürlich nachholen. Nur, das ist im Moment grau, da können wir gerade nicht hin, aber in der Laufe der Zeit holen wir uns das natürlich. Hier, es ist noch grau, da können wir gerade noch nicht dran. Dann müssen wir nochmal rein und die Kiste finden. Aber auch das kriegen wir natürlich hin. So. Natürlich sind wir auch gespannt, ob wir hier auch einen coolen Anzug kriegen. Ich denke mal eher nicht. Oder was sagt ihr? Vielleicht habt ihr es ja auch schon selber schon gemacht. Nein, spoilert ihr mich. Ich lasse mich überraschen. Wenn es einen Anzug gibt, wäre es natürlich super lecker Sahne. Was treiben die vom Underground nur hier? Ach, sagten die hier, ne? Alter. Wow, 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 wow. So eine kleine Pissgruppe macht uns schon was zu schaffen, ey. So, meine Güte, ey. Sei leise. Hier haben wir dann den nächsten Dingsamumster Puff hier. Ich hoffe, dass wir hier die Kiste finden. Permiso, lass Spider-Man durch. Aha. Da unten. Bin da. Und ich bin im Netzwerk. Ich sehe, was du siehst und alle Kabel im Labor. Nett. Legen wir diesen Ort lahm. Da ist die Kiste. Was haben wir denn hier? Jawohl. Nur vorne ist ungefährlich. Nein, nein, das klang zu zögerlich. Sie glauben, unsere saubere Energie sei zu schön, um wahr zu sein. Du überzeugst sie vom Gegenteil. Ich verspreche Ihnen, Nuform ist ungefährlich. Nein, du kapierst es einfach nicht. Was du sagst, ist egal, wenn man die Überzeugung nicht in deiner Stimme hört. Nuform ist ungefährlich. Okay, hör zu. Nimm die Aufnahme hier mit und üb zu Hause vor dem Spiegel. Du musst üben, 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 üben. Und morgen überzeugst du mich dann. Üben, 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 üben. Ja. Wären wir nicht immer alle so faul. Genki, bereit die Tür aufzumachen, wenn sie Strom hat? Ist gereicht? Ja, die Tür ist jetzt auf. Nicht so wenig alles Leben, ey. An einem Nuform-Reaktor. Muss ich nur abzapfen.
solltest ihn im Erdgeschoss direkt vor dir finden. Hast du den letzten Quartalsbericht? Ich lese das Zeug nicht. Was willst du damit? Augen an alle Leute vor! So, schnell hier. Einfach die Leute verprügeln. Genau. Ihr macht nur Probleme hier. Aber noch lesbare Akten. Nicht, womit wir sie bloßstellen könnten? Nein. Etwas über Tests, die bestätigen, dass Nuform in Kombination mit Strom explosiv ist. Wie man Welle? Ein kleiner Funke reicht schon. Dagegen ist Benzin die reinste Limonade. Das klang in meinem Kopf noch besser. Hab's kapiert. Einmal mehr ist Nuform weit gefährlicher, als Roxxon zugeben will. Ach was, das ist gesund. Das möchte ich gern zurückgeben. Na kommt. Halt dich da raus, Spider-Man! Ist das dein? Jetzt kommen! Ich hab ihn! Überladung, Trophäe erhalten. Spider-Man ist hier, aufpassen! Die Wachen sind erledigt. Und jetzt der Reaktor. Das war's. Okay, schnell weg. Aha. Sollte ich mich mal umsehen. Liebe Roxxon-Mitarbeiter, als Dankeschön für eure harte Arbeit haben wir ein kleines Geschenkpaket für euch vorbereitet. Freut euch auf tolle Roxxon-Goodies. Wartet nur, bis ihr die Sonnenbrillen seht. Tickets für unsere Weihnachtsgala. Und das wird euch umhauen. Eine Gratis-Anmeldung zu unserem Coaching-Programm. Boom! Vielleicht sehen wir uns ja bald im Kurs. Denkt dran, wir sind für euch da. Klar, wir sind für euch da, falls ihr das Nuform überlebt. Der Typ geht gar nicht. Hättest du dir vor einem Jahr träumen lassen, dass wir mal einen bösen Energiekonzern zu Fall bringen? Ganz ehrlich? Nein. Früher haben wir in Chemie Batterien hergestellt. Jetzt bist du selbst eine Batterie. Abgefahren, Mann. Kann kaum erwarten, wie es weitergeht. Ja, ich bin einfach selbst eine Batterie. Größte Batterie der Welt. Mit Beinen. Genau vor ihrer Nase.
Trophäe erhalten. Das heißt, wir haben davon alle fertig, ne? Ja, haben wir. Außer hier noch, ne? Das ist aber noch grau. Dann wäre die nächste Kiste hier. So. Hey, gute Nachrichten. Ohne die Labore hat die Reaktorproduktionskurve von Roxxon einen herben Dämpfer erlitten. Das ist wirklich gut. Sie sind sicher noch nicht am Ende, aber wir haben viele Leute gerettet. Ich schmeiß eine Runde Hotdogs, wenn wir uns wiedersehen. Sehr gern. Danke, Mann. Hotdogs sind geil. Bitte, ich hätte gerne auch einen. Danke, Underground. So, noch 5 Stück fehlen uns. Dann ist der nächste hier. Mal schauen, was uns hier erwartet, ne? Prügel. Hey Miles, ich sagte doch, dass ich jemanden kenne, der zum Underground recherchiert. Hier ist sie. Hi, Spider-Man? Ich bin Danica Hart. Ich plane eine Podcast-Reihe über den Underground. Ich bin ein Riesen-Fan! Tatsächlich bin ich gerade in einem ihrer Verstecke. Irgendwelche Tipps? Ja. Du bist ein Fan? Wow. Sorry. In ihren Verstecken sind Störsender, damit die Polizei sie nicht findet. Polizei um die Augen. Wird gemacht. Danke für die Hilfe, Danica. Ach du Scheiße. Oh nein, ich hasse Sniper. Die Verbrecherfamilien? Sie wollen Respekt. Sie liegt da näher, als die Katzen des Verbrecherklasse auszuschalten. Hier oben ist ja voll die Gangbang-Party. Alter, was geht denn hier? Hier ist auf jeden Fall auch irgendwo die Kiste, ne? Das dürfen wir auch nicht vergessen. Ja, hier oben die ganzen Chiller. Yeah.
kommt. Ausgedacht. Gefällt mir. Gut, anfangs fand ich es irgendwie kitschig, aber jetzt gefällt es mir. Danke. Schön den Fetten erstmal hier. Ich würde trotzdem gerne mal wissen, wo die Kiste ist. Zu eigentlich. Okay, dann jetzt den Störsender. Ich sollte die Kabel mit dem Anzug verfolgen können. Kabel sind ein guter Anfang. Okay, okay. Ist ein Seilzug. Okay, der geht hier runter. Ich würde jetzt sagen, und Bingo. Wow. Das ist ein Magia-Trophäenraum. Wolltest du dich verstecken? Den nehmen wir an uns. Hab den Sender. Das war's dann wohl. Mist. Hey, der Weg nach draußen ist dicht. Soll ich jemanden holen? Verstärkung? Ich krieg das hin. Mit dem alten Aufzug könnte ich rauskommen. Braucht nur etwas Saft. Pokerchips. Ganz im alten Verbrecherstil. Das Grün auf diesen Schein stimmt nicht ganz. Die Magier sind wohl keine Falschgeldprofis geworden. So, ihre perfekt. Falle ist gescheitert. Hey, der Störsender ist jetzt perfekt gestört. Perfekt. Jetzt gebe ich der Polizei einen anonymen Hinweis und bumm, kein Versteck mehr. Danke für die Hilfe. Hast du, was du wolltest? Ja. Ich werde versuchen, mehr über den Krieg zwischen Underground und Magia herauszufinden. Riecht nach einer Story. Klingt gut. Ich freue mich schon auf den Podcast. Jawohl. Jetzt versuchen wir nochmal, ob wir hier reinkommen. Wir haben einen neuen Fertigkeitspunkt. So. Nahkampfschaden erhöht. Leute, ich höre verschiedene Meinungen meiner anspruchsvollen Hörer zu Roxxons Sicherheitsleuten. Einerseits, und das leuchtet ein, gibt es hier einige der Bedenken, die ich auch zu Spider-Man habe.
Das sind keine Gesetzeshüter und sie halten sich nicht an deren Standards. Andererseits hat Roxxon jedes Recht, sein Eigentum und seine Interessen zu verteidigen. Und viele der Gefechte, die die Leute verunsichern, gab es nur, weil Spider-Man in Roxxons Geschäftsstellen eingebrochen ist. Gut, diese Vorfälle sind wohl Geschichte, aber ich frage Sie, wenn ein Fremder in hautengen Klamotten nachts in Ihr Schlafzimmer platzt, was würden Sie tun? Nein, halt! Die Frage war rhetorisch. Jared, schalt die Kommentare ab! Sie sind doch alle krank! Der neue Anzug ist toll, Spider-Man. Da kommen wir auch nicht mehr rein, oder? Erneut versuchen. Da rein. Die Tür ist die Treppe runter. Wie vorher. Du sorgst für Strom, ich öffne sie. Unter Strom setzen ist mein... Ich muss ihn aufladen. Siehst du irgendwo Stromrelais? Was hier ist nämlich die Truhe. Und jetzt kommen wir auch nicht mehr raus, ne? Kacke, ey. Können wir hier nicht mehr rausbüchsen? Nö. Okay, dann müssen wir das wohl zu Ende führen, ne? Willkommen. Fast geschafft. Das war's. Schloss deaktivieren. Erledigt. Der Reaktor steht geradeaus auf der Hauptebene. Oh Mann. Ich dachte echt, dieser Umweltbericht ist unser Ende. Wir haben Freunde. Ich sehe Spider-Man. Ich sehe. Das heißt, wir kämpfen jetzt nochmal hier gegen die ganzen Idioten. Schaltet Spider-Man aus! Hier! Greift Spider-Man an! Neutralisiere Spider-Man! Da kriegt er Schiss, ne? Wir kriegen den! In Deckung!
Na, kommt her. Schlaft alle ein. Das war's, oder? Ja, Schnauze. Okay, der Reaktor darf niemanden mehr schaffen. Ich muss ihn endgültig abschalten. Du hast viel Nuform absorbiert. Was? Nie einfacher. Das Labor hat keinen Strom mehr. Oben kommst du raus. So, dann haben wir das hier auch fertig. Vielleicht finde ich was auf dem Computer. Rocks on Rockstars. Wie cool findet ihr es jeden Tag aufs Neue die Zukunft? So, schnell raus hier. Gut, dass ich da nicht drin gelandet bin. So, im nächsten Video machen wir dann die letzten noch fertig, damit wir auch die Sammelobjekte haben. Danach machen wir hier noch die Spider-Man-Aufgaben und dann haben wir alle Sammelobjekte fertig und können dann in die App reingehen, die Sachen vollenden. Ich mache mir schlau, was wir dabei für Profil noch machen können. Diese Folge ist Teil der Reihe Underground-Nachrichten. Spider-Man hat neulich ein Underground versteckt in Greenwich ausgehoben. Wir haben Beweise gefunden, dass der Underground gegen die Magier gekämpft hat. Ja, die Magier. Das berüchtigte Verbrechersyndikat. Damals gab es Tinkerer noch nicht und der Underground sah sich als eine Art neue Verbrecherklasse. Die junge Mafia, wenn ihr wollt. Sie wollten Respekt, also schnappten sie sich die Verbrecherfamilien. Der Konflikt spitzte sich zu, als Hammerhead die Übernahme... Ich mache mich schlau, was es gibt, was wir danach für Trophäen machen, denn die Story-Mission wollte ich eigentlich als Ende einbringen, als das komplettes Ende von dem ganzen Spiel. Und ja, ich mache mich schlau, was, wie wir es am besten verbinden können mit den Trophäen. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Lasst ein Like da, wenn es euch gefallen hat, und ein Abo, um nichts weiteres zu verpassen. Vielen Dank, Leute. Peace.